Hallo und herzlich willkommen mit rein durch das Universum und ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Part des Let's Plays zu Commander Keen Teil 1 Marooned on Mars. Lange angekündigt und jetzt endlich da und ja, ich habe immer noch technische Probleme, aber immerhin gibt es endlich ein neues Let's Play und ich freue mich selbst sehr darauf, aber auch ein wenig mit gemischten Gefühlen, weil es ja doch schon etwas länger her ist. Ich würde sagen etwa 10 Jahre, dass ich zuletzt, Keen 1 richtig gespielt habe. Wegen den ein oder anderen Video habe ich auch schon mal, ja, ein bisschen Keen 1 gespielt, aber eigentlich nur das erste Level. Von daher, ihr dürft euch auf jeden Fall um einiges freuen. Ich muss mich auf jeden Fall schon mal mental umstellen. Jetzt mit Steuerung Alt zu steuern, das wird sowieso ein reinstes Chaos. Und ja, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ihr werdet sehr wahrscheinlich viel zu lachen haben, weil im Gegensatz zum Teil 4 bis 6 kann ich 1 und 3 überhaupt nicht, was auch der Steuerung und der Ewigkeit geschuldet ist. Ich habe zwar Commander Keen Teil 1 schon diverse Male im First Try komplett durchgespielt, allerdings war ich da 10 oder 11 und man sagt ja, so mit dem Alter rosten die Reflexe und auch diverse Skills ein und mal gucken, wie ich mich so anstellen werde. Ich hoffe, dass ich auch jetzt besser zu verstehen bin als in den letzten beiden Videos. Naja, die richtige Ausrichtung eines Mikrofons will gelernt sein. Hab wirklich nicht darauf geachtet, ob es jetzt richtig steht oder nicht. Weil ich gedacht habe, es wäre tatsächlich nicht so extrem, aber offenbar ja schon. Wie gesagt, ich hoffe, ich bin besser zu verstehen und ansonsten, falls es immer noch nicht gut genug ist, werde ich Ton und die DOS-Box-Aufnahme separat aufnehmen. Das heißt, Ton dann mit Audacity, das gibt einfach mehrere Möglichkeiten, da die Stimme noch zu bearbeiten. Unter anderem auch lauter zu stellen, aber dieser Part erstmal so. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Und wir starten ins Game, bevor ich noch mehr rede. So, wir haben 4 Leben, das ist, denke ich, bekannt. Und wir können uns hier auch unsere Aufgabe ansehen, denn wir brauchen unsere 4 Schiffsteile zurück. An dieser Stelle werde ich, denke ich, auch mal das Story-Video zu der Invasion of the Vorticans Trilogie verknüpfen oder einfach mal eine Infocard packen, damit ihr euch das eventuell nochmal ansehen könnt. Und lange Rede, überhaupt keinen Sinn, wir starten jetzt und ich kann nur erahnen, wie schrecklich es wird. So, okay, mit Steuerung springt man und das Springen ist so hakelig und ungenau wie immer. Man muss irgendwie damit klarkommen. Ich wollte gerade sagen, ich bin überrascht, dass dieser Sprung geglückt ist, aber diese Überraschung hält sich dann doch relativ kurz. So, wir haben den Pogo auch noch nicht, wie ihr das vermutlich schon wisst oder auch nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt. So, holen wir uns Punkte. Wo sehen wir die Punkte überhaupt nochmal? Mit Enter? Nein, keine Ahnung. Zu lange her. Finde ich sicherlich noch heraus. Ich mache so viele Commander Keen Videos, unter anderem halt auch zu der ersten Trilogie, aber halt ewig nicht mehr gespielt. Und keine Ahnung, wo man die Scores nochmal sieht. Und ich habe keine Ahnung, was das genau war. So, hier weiß ich allerdings noch ganz genau, dass man von oben hier nicht drankommt. Da muss man hinspringen. So, da sollen wir schon wieder sterben. Das ist äußerst freundlich. Danke für diesen Hinweis, Spiel. Ich werde es mir merken, dass ich dort sterben soll, aber ich hoffe noch nicht heute. So, das erste Level mit ganz vielen Jorbs und den Muscheln des Todes. Auf den guten Jorb kann man springen, das setzt ihn zeitweise außer Gefecht. Ansonsten kann man ihn auch mit der schönen Pistole umbringen. Wir wissen ja zwischenzeitlich, dass die sterben.
Und die Punkte hier unten hole ich mir nicht, weil ich schon wieder aufgefordert werde zu sterben. Finde ich persönlich ein wenig uncool, muss ich sagen. Die Orbs, wie ihr gesehen habt, sind auch an sich ungefährlich. Sie nerven dezent. Also nicht so extrem wie der Bounder, aber sie nerven dezent. Am meisten stört mich halt an der Reihe die Steuerung, weil du kannst das mit dem Springen nicht so gut, sagen wir mal, beeinflussen wie in Teil 4 bis 6. Und ich sage jetzt schon voraus, dass ich nicht sonderlich häufig den Pogo-Stick benutzen werde, weil er ist in dem Spiel halt einfach nicht so gut. Und kleiner Spoiler am Rande, da steht Exit, ja. Das hättet ihr nicht erwartet. So, eine kleine Lektion im standardgalaktischen Alphabet und wir gehen direkt mal weiter. Weil ich möchte, nachdem ich die ersten 2,5 Minuten nur geredet habe und nichts gezeigt habe, auch mal ein wenig zeigen. Oh, du hörst in deinem Kopf. Es ist zu blöd, dass du das standardgalaktische Alphabet nicht lesen kannst, Mensch. Erstmal, Mensch, das ist voll die krasse Beleidigung, also allein deswegen muss ich euch schon alle umbringen. Und kleiner Hinweis am Rande, ich kann das lesen. Zwar nicht unbedingt alles, also ich kenne die Schrift jetzt auch nicht komplett auswendig, aber wie gesagt, ich kann es lesen. Und ihr könnt jetzt zwischenzeitlich auch Die und Exit lesen, das ist ja auch schon mal was. Ah, Kultur, Kultur. So, wir holen uns jetzt allerdings auch schon mal den Pogo. Nicht, dass ich ihn benutzen würde, aber wir holen ihn uns schon mal. So, kleine Lektion am Rande. Dort steht, behold, the holy Pogo Stick. Ja, Pogo könnt ihr selbst lesen, den Rest habe ich jetzt mal übersetzt. Das weiß ich einfach, dass das da steht. Das muss ich da nicht extra lesen. Und wir gehen dann mal weiter, denn wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen. Ich peile einfach mal so grob 4-5 Level an. Wir haben ja erst 7 Minuten, wovon ich 2,5 verquatscht habe. Was mir leid tut. So. Wie speichert man nochmal? Da muss ich mal ganz kurz auf die Tastatur gucken. Ich glaube, es war F5. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. So. Wir speichern auf der 1. That game position already exists. Overwrited. Muss ich jetzt Z drücken oder? Ich glaube Z. Nein. You can continue this game. Wir können das Spiel fortsetzen. Von diesem Punkt aus über das Menü. Okay, cool. So, wir haben offenbar gespeichert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich gespeichert habe. Ich glaube es. Um ehrlich zu sein, ich habe in der World Map, glaube ich, noch nie gespeichert. Weil ich früher auch nie wusste, wie das ging. Das ist sehr wahrscheinlich mitunter ein Grund, wieso ich auch eine Zeit lang nicht gespielt habe. Also man kann in der World Map speichern, aber außerhalb davon, also in dem Spiel oder in dem Level selbst, nicht möglich. Und dort sind 3 Yorps in den Tod gesprungen. Eine Schweigeminute für die Yorps. Also ihr schweigt, also ich muss reden und spielen. So, wir springen da mal ganz galant drüber. Und ja, wir sollen erneut sterben. Ja, die sind alles andere als freundlich. So, wir sammeln ein paar Punkte. Das dürfte hier, denke ich, genauso Leben geben wie in den Nachfolgern. Und da springt schon wieder ein Yorp in den Tod. So, hier unter uns befinden sich die ominösen Todesmuscheln. Von daher gehen wir erstmal woanders lang. Und holen uns Punkte. Und versuchen nicht runterzufallen, weil wir die Steuerung nicht beherrschen. Ja, lauf, lauf. Ich glaube, der war auch nicht gefährlich. Irgendwie habe ich so ein bisschen einen Frosch im Hals. Spring mal darüber. Genau, da war die gelbe Keycard. Und kleine Lektion am Rande. Da stand der Buchstabe A. Glaube ich zumindest. Ja, doch, müsste A gewesen sein. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da jetzt wirklich A steht. Müsste allerdings A sein. Müsste ich gleich selbst nochmal gucken, weil A erkenne ich. Meine Güte.
Meine Stimme versagt. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Besonders für ein Let's Play. Warte. Hier kommt doch dieser scheiß Vortiken, oder? Oh ja. Das ist, a little bit an issue. Weil der hält ein bisschen was aus. Und ihr seht, er ist gar nicht mal so ungefährlich. Gar nicht mal so ungefährlich. Ich glaube, der Typ da oben heißt Bip. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, falls ihr mich überhaupt dahingehend korrigieren könnt. Und ich hasse es, irgendwo runter zu springen. Und ich merke gerade, wenn ich zurückgehe, dann hört ihr mich hier schlechter. Von daher, dumme Idee. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich guck mal da oben. Ich glaube, ich muss erst darunter mir eine andere Keycard holen. Okay, wir sollen schon wieder sterben. Und da ist die Autobatterie, die wir sehnlichst suchen. Ein kleines Problem an diesem Spiel ist auch noch, wir können nicht nach unten sehen. Das heißt, wenn da unten etwas ist, sterben wir einfach nur. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Das heißt, wenn ich nach unten drücke, passiert gelinde gesagt gar nichts. Das heißt, wir wissen nicht, wo sich der Vortiken befindet. Da wäre ich fast runtergefallen. Das wäre höchst unklug gewesen. Kannst du bitte da runterfallen? Dankeschön. Ich selbst wollte eigentlich nicht runterfallen. Okay. Der ist jetzt da unten. Ah, da ist die Keycard. Okay, Jorb, könntest du bitte da weg? Ich benötige die Schuss, genau. Ich möchte nicht sterben, bitte nicht sterben. Fantastisch, fantastikerisch, genau. So, ich wollte gerade sagen, das lief gut und dann das. Ich habe keine Ahnung. Wenn da jetzt der Vortiken kommt, bin ich ziemlich am Arsch, oder? Gucken einfach mal. Kein Vortiken, aber ein scheiß Jorb. Hier muss ich ein Stück nach vorne laufen, weil ansonsten kann ich hängen bleiben. Wo ist der Vortiken? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Man muss halt sagen, Gegner in diesem Spiel sind allein schon gefährlicher wegen der Steuerung. Wenn er da irgendwie darunter gefallen ist, dann sehe ich den doch erst, wenn ich da unten selbst bin, oder? Was ist hier? Das war der Anfang. Ach, ich bin so intelligent mit Map-Kenntnissen. Ja, aber es ist auch mal schön zu sehen, dass ich nicht unbedingt alles weiß. So, hier sind zwei Jorbs. Ich frage mich noch immer, wo der Vortiken ist. Was ist da hinten? Okay, das ist kein Vortiken. Ich möchte jetzt ehrlich zu sein nicht am Vortiken sterben. Das wäre höchst ärgerlich. Okay, da haben wir die gelbe Tür. Und irgendwo springt ein geisteskranker Vortiken rum, der von Mortimer McMeyer irgendwie ein wenig mental... naja, ihr wisst schon. Da haben wir den schönen Garg. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr... Ich möchte... Oh, fuck. Den habe ich ja komplett vergessen. Wow. Ich bin ein ganzes Stück nach vorne gerutscht. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, ich sterbe. Ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Aber noch sind wir mit dem Level ja nicht fertig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, dass ich zurechtkomme. So, ich habe irgendwie Angst, wenn ich da hochspringe, dass mir ein Vortiken auf die Fresse fliegt. Wieso habe ich auch noch recht? Wieso habe ich auch noch recht? Liebe Kinder, habt niemals recht. Das ist nicht gut. Besonders, wenn ihr von einem geisteskranken Vortiken verfolgt werdet. Das ist, gelinde gesagt, ein wenig nicht gut. Aber nachdem wir wissen, wo der Vortiken ist, der uns fast auf den Kopf gefallen wäre,
Dann wäre das ziemlich eklig ausgegangen. Aber wir holen uns jetzt die Autobatterie. Und wir haben tatsächlich 4 Level erfolgreich abgeschlossen. Und ich bin selbst überrascht. Weil ich habe gedacht, ich würde sterben. Eigentlich müsste ich jetzt den Part abstellen. Genau, ich möchte den Part abstellen. Müsste eigentlich jetzt einen Part abstellen, nur um nicht gestorben zu sein. Man muss auch nur die Level machen, die einen halt zu den Teilen bringen, oder Level, in denen halt Teile drin sind. Das heißt, man kann auch gewisse Level einfach umgehen. Wir spielen dennoch alle. Und ich speichere mal ganz kurz, und zwar auf der guten 1. Yes. Erstaunlicherweise ist es hier nicht umgedreht. Wir wissen ja bei Commander Keen 4 bis 6, wenn wir Z drücken, weil es halt amerikanische Tastatur ist, meint es eigentlich Y und umgekehrt. Und hier ist halt Y wirklich Y. Und wir gehen dann trotzdem mal in das Level Nummer 5 und gucken mal da, ob wir schon wieder sterben sollen. Ich würde auch an dieser Stelle dann laden, wenn ich sterbe, damit ich nicht Game Over gehe, weil es könnte durchaus bei meinen Keen 1 Fähigkeiten passieren. Ah, so, hier haben wir die Stelle, wo wir den Pogo-Stick das erste Mal offenbar benutzen sollen. Wir benutzen den nochmal gerade und ich muss zugeben, ich... Naja, das war nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. So. Wir haben den ersten Vortiken überlebt, aber nicht erschossen. Und hier brauchen wir die gelbe Keycard, die wir aktuell nicht besitzen. So. Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich an dieses Level nur semi-gut. Die anderen Level kannte ich so noch aus dem Kopf. Aber bei denen muss ich tatsächlich passen. Aktuell nur relativ viele Yorbs erneut. Man könnte den Teil auch Invasion of the Yorbs nennen. Und hier haben wir tatsächlich schon die gelbe Keycard. Ich habe vermutet, dass sie hier ist. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, es wäre schwieriger zu erreichen. Aber wir haben ja gerade erst mit dem Level begonnen. Und wir lassen die Punkte da links einfach mal gerade liegen. Ich glaube, die benötigen wir jetzt nicht so unbedingt. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur über dich drüber springen. So, haben wir hier wieder einen Vortiken? Ich glaube nämlich ja. Nein? Okay, dann nicht. So, jetzt versuchen wir mal dahin zu springen. Das hat ja wunderbar geklappt. So. Heilige Mutter. Was mich dezent erschreckt. Nicht so sehr wie ein Biogark, aber... halt auf ein Level von einem normalen Garg hast du mich erschreckt. Naja, immerhin scheinen wir die Gargs ganz gut zu erledigen. Die Gargs und die Yorbs sind übrigens einheimisch hier. Und da oben sollen wir schon wieder sterben. Was außer Muscheln ist denn da oben? Offenbar gerade mal gar nichts. So, was erwartet uns hier? Verdammt, wir müssen da hoch. Sorry, da hatte ich... glaube ich, gerade ganz kurz Probleme mit dem Kabel. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Angst ich vor dieser Stelle hier habe. Was heißt Angst? Sagen wir mal eher Respekt, ich vor dieser Stelle habe, weil man, wenn man nicht sofort die Taste wieder loslässt, dann rutscht man nach vorne und das sorgt oftmals dafür, dass du an Orte kommst, an denen du nicht sein willst. Ey! Kleiner, gemeiner Job, mobbt nicht einfach. Da oben sind wieder Schuss. Okay. Ja, komm mal her, mein kleiner Freund. Die Schuss holen wir uns natürlich, weil wir brauchen die. Und da oben haben wir einen Vorticken, der einfach durchgehen kann. Ziemlich unlogisch, ziemlich unlogisch. So, der Vorticken, den versuchen wir dieses Mal umzubringen. Ich glaube, er hat hier auch nicht so viel Spielraum wie in dem anderen Bereich. Schießen wir gegen die Tür? Wir probieren es einfach mal aus. Hallo? Hallo? Wo ist er hin? Wo ist der Job hin? Habe ich jetzt einfach 3 Schuss vergeudet? Denken wir nicht weiter drüber nach, ob ich 3 Schuss vergeudet habe. Ich frage mich, wo der hin ist.
Warte, gab's da hinten nicht noch ein Teil? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder ist einfach aus der Map gelaufen. Muss ich gleich nochmal selbst nachgucken. Ja, sehr, sehr merkwürdig. Ich wollte jetzt heroisch den Vortigern umbringen und dann läuft er von mir weg. Ich kann es verstehen, also bei meiner Commander Keen-Geschichte kann man schon mal von mir weglaufen. Es ist schon durchaus berechtigt, dass man da das Weite sucht, glaube ich, ja. Das denke ich besser. So, wir haben 5 Level geschafft und es war, denke ich, gar nicht mal so miserabel, wie ich befürchtet habe. Mal gucken, wie der Ton ist, ob der so miserabel ist. Und ja, mal gucken. Wir gehen mal zu dem nächsten Level. Das ist so ein kleineres Level. Oh, komm hier. Was soll der Geiz? Wenn ich sterbe, sterbe ich. So. eventuell war das keine gute Idee. Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist das. Okay. Wenn ich jetzt hier nicht hart fail, ist das ziemlich easy. Hier kann man nicht hochgucken. Hier kann man einfach den Pogo benutzen, also. Ah, das meine ich mit. Ah, ich wollte nicht runterfallen. Das meinte ich damit, ist es. Habe ich das überhaupt erwähnt, dass ich es doof finde, dass Schießen ist, dass man die Springen und die Pogo-Taste gleichzeitig drückt. Jetzt habe ich 4 Schuss vergeudet. Wer weiß, ob ich die nicht mal irgendwann mal brauche. Ah, noch eine Nachricht in unseren Kopf, ja? Ah, ein Teleporter ist beim Eis. Da sollten wir auf jeden Fall mal hingehen und er befindet sich auf der dunklen Seite des Mars. Also für die Leute, die es noch nicht geschnallt haben, Marooned on Mars bedeutet, dass wir auf dem Mars sind. Ne? Macht Sinn. So, das war auch, denke ich, ziemlich easy und das Level. Ja, eigentlich musste man bisher außer das mit dem Pogo nur die kleinen Level machen, aber ich glaube, wenn mich recht zu entsinnen, dass man den Pogo im letzten Level eh nochmal bekommt und dass man ihn bis dahin nicht wirklich braucht. Kann mich da jetzt aber auch täuschen. Ich bin ja nicht allwissend. Boah, 6 Level ohne jetzt hart zu failen. Okay, ich habe 4 Schuss vergeudet, aber ich glaube, da geht. Gibt es Schlimmeres? Ja, man sollte vielleicht F5 und nicht nur 5 drücken. Und wir speichern erneut auf der 1. Ja, der Speicherstand existiert bereits. Den möchten wir überspeichern. So, ich hoffe auch, dass alles wirklich gespeichert ist und nicht die nächsten, also das nächste Mal die 6 Level wiederholen muss. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Besser als erwartet. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, auch mal, wie ihr den Ton findet, ob der so okay ist oder ob ich dann zukünftig doch besser über Audacity aufnehmen soll. Schreibt es einfach, tut es. Und ja, falls euch ein Schild sagt, stirb, dann tut's einfach nicht. Ne? Macht's einfach nicht. Mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich von euch und macht's gut. Thank you.